Habt ihr euch je gefragt, was man bei einem Fernseher heutzutage überhaupt noch verbessern kann? Während man beim Smartphone schon seit Jahren versucht, neue Dinge zu revolutionieren, was mal gut, was mal schlecht funktioniert, gibt es hier immer noch ein paar Dinge, die ich mir wünsche. Beim Fernseher würde ich jedoch sagen, es gibt nichts, was ich mir noch vorstellen könnte, was mein OLED-Fernseher besser machen könnte. Die OLED-Panels sind inzwischen so hell, dass ich mich öfter dabei erwische, abends die Helligkeit in den Einstellungen runterzuschrauben, damit mir die Netzhaut nicht wegbrennt. Die Fernseher sind inzwischen so dünn, dass man beim Auspacken wirklich Angst davor hat, dass er gleich brechen könnte. Auch die Verteilung der inneren Komponenten sind praktisch perfekt, da man hier zum Beispiel einen Fernseher von LG so nah an die Wand hängen kann, dass absolut gar kein Abstand mehr zwischen Wand und Fernseher besteht. Auch der Input-Lag ist inzwischen so gering, dass ich einfach einen 75 Zoll Fernseher als 120 Hertz Monitor problemlos nutzen kann. Okay, also kann man wohl nichts mehr an diesem viereckigen Ding hier revolutionieren, oder? Oh doch. Denn der neue OLED Evo M3 von LG ist komplett kabellos. Naja, was heißt komplett kabellos? Strom braucht er trotzdem. Okay, aber was bedeutet denn jetzt nun kabellos? Welche Vorteile hat das Ganze? Und vor allem, wie gut funktioniert das überhaupt? Geliefert wird der M3 OLED von LG so. Auf der Rückseite befindet sich absolut nichts. Keinen einzigen Anschluss, weder LAN, AUX noch HDMI. Aber wie schließe ich denn jetzt meine PS5 an? Hiermit. Das ist so gesehen der Receiver, der alle Inhalte auf den Fernseher überträgt. Diese Box könnt ihr euch hinstellen, wohin ihr wollt. Auf der Rückseite wird dann alles angeschlossen, was ihr normalerweise an eurem Fernseher direkt anschließen würdet, und das Bild und Ton wird kabellos übertragen. Und das Ganze in Echtzeit, ohne spürbare Latenz, in 4K, 120 Hertz mit Dolby Atmos. Als sie mir das gesagt haben, war ich erstmal, okay. Das will ich sehen, wie ihr das vernünftig hinbekommt. Deswegen, bevor wir über die Vorteile eines kabellosen Fernsehers sprechen, möchte ich erstmal testen, wie gut das Ganze überhaupt gegenüber eines kabelgebundenen Systems funktioniert. In der Vergangenheit habe ich nämlich immer gelernt, alles, was kabellos ist, klingt erstmal geil, ist aber nie so gut wie kabelgebunden. Alles, was kabellos ist, kommt immer mit Kompromissen. Damit die Übertragung aber hier reibungslos funktioniert, muss man die Box aber auch noch richtig einstellen. Dafür gibt es hier auf der Oberseite ein Drehrad, was man dann in die Richtung des Fernsehers drehen muss. Mit diesem Schieberegler hier kann man dann einstellen, in welchem Winkel, also wie hoch der Fernseher gerade steht. Dieser Punkt hier gibt dir dann an, wie gut das Signal gerade ist. Blau ist exzellent, grün ist gut, gelb ist nicht so gut und rot ist kompletter Signalverlust. Wenn die Box nun perfekt ausgerichtet vor dem Fernseher steht, funktioniert die Übertragung eigentlich ziemlich perfekt. Ich sehe absolut keinen Unterschied in der Bildqualität im Vergleich zu einer traditionellen HDMI-Verbindung. Keine Kompression, keine Artefakte, keine Bildaussetzer, keine Latenz. Absolut nichts. Für die Latenz habe ich mir eine PS5 geholt, um zu testen, ob ich das beim Zocken auf höchster Einstellung überhaupt merke, und nope, absolut gar nichts. Wie bei meinem anderen Fernseher von LG gibt es ja auch einen Game Optimizer Modus, unter dem man noch einige Optimierungen während des Zockens einstellen kann, wie zum Beispiel eine noch geringere Latenz. Da ich mich hier aber nicht nur auf mein Bauchgefühl und Reflexe verlassen möchte, habe ich meinen Rechner an der Box angeschlossen und das Bild gespiegelt. Dann eine Stoppuhr gestartet und beide Bildschirme mit der Kamera in 240 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Die Differenz zwischen den beiden Bildern, die ihr jetzt hier seht, ist nun die höhere Latenzzeit vom Fernseher gegenüber meinem eingebauten Display. Hier schwankt es immer zwischen 60 und 120 Millisekunden. Bei meinem alten Fernseher, bei dem alles noch wie im Mittelalter mit Kabel verbunden ist, beträgt die Latenz nahezu 0 Millisekunden. Wenn man jetzt aber bei dem M3 nun den Game Optimizer Modus für die geringe Latenz aktiviert, ja, ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, liegt die Latenz gegenüber meinem MacBook ebenfalls bei 0 Millisekunden. Und das komplett kabellos. Für jeden, der jemals versucht hat, etwas kabellos auf einen Fernseher zu übertragen, sollte verstehen, warum ich das so unfassbar krass finde. Bei der Einrichtung wird gesagt, dass die Box Sicht zum Fernseher haben sollte und maximal 9 Meter entfernt sein darf. Direkte Sicht zum Fernseher finde ich schwierig, da ich das Teil eigentlich da unten reinpacken wollte, was aber dann definitiv keine Sicht zum Fernseher hat. In meinem Test jedoch hat das Ganze komplett problemlos funktioniert. Anfangs schwankte das Licht immer so zwischen grün und blau, aber nach einigen Tagen blieb das dann bei blau. Hier scheint es mir so, als hätte das System nach einiger Zeit den optimalen Kanal gefunden. Problematisch wird es aber dann, wenn das Signal komplett blockiert wird, zum Beispiel wenn ich mich dann auch noch hier vorsetze. In dem Fall bricht die Verbindung dann gelegentlich ab.
Das passiert jedoch nur, wenn man dort sitzen bleibt. Wenn man aber mal kurz vorbeigeht oder hier kurz vor dem Sensor steht, passiert eigentlich gar nichts. Interessant wurde es dann, als ich die Box in diesem Schrank hier unten reingepackt habe und der Sichtkontakt definitiv nicht mehr gegeben ist. Hier wechselte die LED direkt auf gelb. Was komisch ist, denn das Bild wird weiterhin problemlos übertragen. Ich merke weiterhin keine Latenz, keine Bildaussetzer oder irgendwelche Qualitätsverluste. Spürbar wird es aber dann definitiv, wenn man den Sensor für eine Sekunde mit der Hand blockiert oder wenn man eine Mauer dazwischen legt. Ab dem Moment wird absolut gar kein Bild mehr übertragen. Und? Läuft es noch? Ja, nee, das Bild ist weg, aber irgendwie die Musik läuft noch. Die maximale Reichweite von 9 Metern kann ich leider nicht in meinem Wohnzimmer testen. Was ich aber sagen kann, ist, dass 7 Meter absolut kein Problem darstellt. Okay, das ist ja alles ganz cool und so, aber was bringt dieses Kabellose denn überhaupt? Der erste Vorteil, den ich hier sehe, ist in erster Linie natürlich der Komfort. Für gewöhnlich muss man sich immer so komisch verrenken und seine haptischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, wenn man irgendwas Neues an den Fernseher anschließen will. Deswegen habe ich mir in der Vergangenheit immer so einen ausfahrbaren Arm gekauft, damit ich, falls ich irgendwas an den Fernseher anschließen muss, einfach den Fernseher kurz mal rausziehen kann und das anschließen. Das sieht halt nur so bedingt gut aus und man kann den Fernseher halt nicht komplett an die Wand ranschieben. Diese Box hingegen kann irgendwo rumstehen, wo man leicht rankommt. Hier kann man sich dann auch einen Ort raussuchen, bei dem heraushängende Kabeln kein optisches Problem für einen selber darstellt. Auch habe ich immer alles Mögliche versucht, damit alles in dem TV-Schrank unterkommt. Das Problem ist, dass mein Receiver zum Beispiel zu tief ist und damit die Kabeln hinten immer komplett an die Wand gepresst wurden. Dabei ging halt natürlich auch das eine oder andere Kabel kaputt. Deswegen wollte ich den Receiver schon immer an einem anderen Ort packen, aber dann müsste ich alles ganz komisch neu verkabeln. Auch ist es super praktisch, wenn man zum Beispiel seinen Laptop oder ein anderes Gerät anschließen möchte, was man aber dann weiterhin bedienen möchte. Dafür muss ich dann einfach nur noch an die Seite des Couches rutschen und das Kabel anstecken. Das hätte mir in realen Situationen schon einige Male sehr geholfen. Ein weiterer Vorteil sehe ich dann, wenn man sowohl Fernseher als auch Beamer nutzen möchte. Ich habe nun alles nach hier hinten verlagert, so dass ich mein Beamer-Kabel einfach nur noch nach unten ziehen muss, anstatt einmal durch das gesamte Wohnzimmer zu verlegen. Der in meinen Augen aber absolut größter Vorteil ist die Ästhetik. Seit Jahrzehnten sehen alle 0815 Wohnzimmer immer so aus. Ein Fernseher und direkt darunter ein Fernsehschrank und alles muss da unten rein. Wenn wir uns nun aber diese sexy Designerhäuser anschauen, fällt schnell auf, dass der Fernseher gerne mal auf einem Stativ mitten im Raum steht. Das fand ich damals schon richtig, richtig schön und hab mir gedacht, ey, das will ich auch und hab mir das dann so ins Studio eingerichtet. Was mir aber dann sehr, sehr schnell aufgefallen ist, dass man bei diesem Style sehr stark eingeschränkt ist, was die Konnektivität angeht. Ich habe nicht ein einziges HDMI-Gerät an diesem Ding angeschlossen, da ich das Kabel auch noch irgendwie verstecken muss und ich darf den Fernseher nie wegbewegen. Dieses Problem könnte nun künftig wegfallen und Wohnzimmer etwas mehr Variation bieten. Und das fände ich doch tatsächlich sehr schön. Zum Schluss kann ich nur noch sagen, ich bin absolut begeistert von der kabellosen Technik bei dem M3. Dass das Ganze so gut funktioniert, hätte ich mir nie vorstellen können. Für mich und mein Setup ist das System ein wahrer Segen. Aber ja, was meint ihr? Unnötiges Gimmick oder Zukunft? Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein und lasst uns ein bisschen darüber quatschen. In dem Sinne, viel Spaß fürs Zuschauen, spread some love and peace.